Bei einem gemeinnützigen Unternehmen die Geschäfte zu führen, ist schon eine besondere Aufgabe. Für Martin Tim Bosch, dem Geschäftsführer der Lebenshilfe Tuttling, ist es eine Berufung. Es geht um respektvollen Umgang, persönliche Entfaltung und einen gesellschaftlichen Auftrag. Die soziale Einbindung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Ja, der Spirit hier im Haus ist total interessant. Wenn Sie hier durchs Haus gehen, merken Sie, wie Sie mit allen Menschen auf Augenhöhe kommunizieren. Es wird miteinander gelacht, es wird miteinander gearbeitet. Und ich glaube, es ist einfach ein Grundbedürfnis, wie wir miteinander arbeiten. Martin Ten Bosch ist seit 2015 Geschäftsführer der Lebenshilfe Tuttling. Für den Diplom-Betriebswirt eine besondere Aufgabe. Ja, die größte Herausforderung ist sicherlich, allen Menschen durch Wertschätzung und Respekt gerecht zu werden. Zum einen natürlich den Anspruch, den uns die Gesellschaft stellt. Ja, wir leben gerade in einem gesellschaftlichen Änderungsprozess, aber eben auch in der Werkstatt, ja, den Menschen die Arbeit zu geben, im Wohnbereich ein angenehmes Wohnfeld zu schaffen. Dieser Enthusiasmus ist dem 51-Jährigen anzumerken. Als Geschäftsführer einer sozialen Einrichtung ist kein Tag wie der andere. Gut ist des besseren Feind. Ich glaube, wir sind gut, aber wir wollen einfach besser werden. Ja. Und ja, in 2018, 2020, so in den Zeitraum, in den nächsten 3 Jahren, werden wir im Wohnfeld noch sicherlich sehr viel Änderungen und sehr viel positive Änderungen, glaube ich, erfahren. Und da bin ich, Sie merken es, sehr begeistert und ich freue mich drauf. Ich glaube nicht, dass irgendein Montag meines Kalenders genauso war wie der vorhergehende Montag. Ja, meine Kolleginnen und Kollegen machen mit mir gemeinsam Termine. Sicher werden die auch wahrgenommen und die werden auch entsprechend vorbereitet und nachbereitet. Und trotzdem kann es Ihnen etwas passieren, dass Sie am Montagmorgen irgendwelche Entscheidungen treffen müssen, über die Sie am Wochenende sicherlich nicht nachdenken durften. Und das macht die Sache dann auch ja, einfach gehaltvoll. Ein Beruf als Berufung. Seine Tätigkeit passt deshalb so gut, weil ich mich über meinen letzten 50 Jahren weiterentwickeln durfte und weil ich glaube, dass ich durch verschiedene Dinge, die an mir passiert sind, die Fähigkeit und die Fertigkeit habe, ein hohes Maß an Sozialkompetenz mitbringen durfte und an dieser Stelle das Glück habe, gesund zu sein und für Menschen vielleicht die nächsten 20 Jahre noch arbeiten zu dürfen. Der zweifache Familienvater arbeitet unglaublich gerne in der Lebenshilfe. Er möchte den Menschen etwas zurückgeben. Ich habe also am Ende des Tages weiß ich, dass ich eine sinnvolle Aufgabe erledigt habe. Das heißt, ich habe versucht, Menschen in irgendeiner Form so zu steuern, zu beeinflussen, dass es ihnen gut geht. Für mich ist es ein Glück, jeden Morgen zu wissen, gesund aufstehen zu dürfen. Für mich ist aber auch Glück, zu wissen, jeden Abend nach Hause gehen zu dürfen. Und das sage ich jetzt ganz bewusst und auch, das möchte ich auch jedem mitgeben, an der Stelle von einem Teller zu essen dürfen, von aus einem Becher trinken zu dürfen, ja, und abends vielleicht auch mal einfach mich auf die Bank zu setzen, ja, und einfach in den Wald hineinzugucken und einfach mal mich selber reflektieren dürfen. Das ist für mich Glück.